Herzlich willkommen beim Doppelklick-Duell. Wir sprechen heute über Navigationsgeräte und lassen das klassische Navi gegen das Smartphone mit Navi-Software antreten. Tja, zwei Experten, zwei Meinungen, ich aber entscheide, wer gewinnt. Mein Name ist Andreas Perband, ich bin Chefredakteur PC Welt Online und ich fighte heute für das Smartphone. Mein Name ist Hans-Christian Dirscher, ich bin Redakteur PC Welt Online und ich kämpfe für das klassische Navigationsgerät. Na, schauen wir mal, meine Herren, einige kurze Angaben zum Ablauf. Sie haben jeweils 30 Sekunden Zeit, meine Frage, die ich in den Raum stelle, zu den jeweiligen Geräten zu beantworten. Ich werde das durch ein kleines, aber feines Klingeln beenden. Sie haben ein Veto, also falls Ihnen das zwischendurch überhaupt nicht gefällt, was der andere erzählt, können Sie nach diesem Schild greifen. Ich würde mal sagen, wir legen los mit der ersten Frage, und zwar an Hans-Christian Dirschel. Was ist leichter zu bedienen bzw. übersichtlicher? Die Zeit läuft. Klar, das Navi. Siehst du auf den ersten Blick, großes Display. Die gesamte Benutzerführung, das Display, die ganze Handhabung ist ganz klar für eine Funktion ausgelegt, für Navigation. Du hast nur einen Schalter am ganzen Gerät, nicht wie mehrere beim Navi. Du hast nur ganz wenige Schaltflächen, Menüpunkte auf dem Navi, nicht so viel wie beim Smartphone. Es kann nicht dazwischen kommen. Beim Smartphone kann mal YouTube dazwischen funken, der Browser ist vielleicht im Hintergrund offen, Telefon bimmelt, das bringt einen total durcheinander. Beim Navi dreht sich alles um Navigation auf einem großen Display mit klaren Menüpunkten. Besser geht's nicht. 30 Sekunden, besser gut getimt, nicht. Also da würde ich schon mal einen Punkt abgeben, aber darf ich an dieser Stelle nicht. Mal gucken, was Andreas Perband dazu sagt. Ja, es stimmt zwar, die Bedienoberfläche ist sofort nach dem Einschalten da beim Navi, aber beim Smartphone ist es auch nur ein Klick mehr letzten Endes. Nämlich man geht in den Automodus, startet von dort die Navigation und ist dann in einer Standard- Betriebssystemoberfläche. Wer Android kennt, kennt sich sofort auch mit dem Navigationssoftware aus. Man hat die Google Maps auch als Standardsoftware, das kennt ja auch jeder von Google letzten Endes. Und man hat meist die hochwertigen Komponenten drin, nämlich einen wirklich guten Multitouchscreen zum Beispiel. Ein kleineres Display. Sollte das schon das Veto sein? Nein. Okay, also ich muss sagen, ganz klassisch toll geantwortet, aber mehr Leidenschaft kommt von Hans-Christian Dirschel und ich kann es auch wirklich nachvollziehen. Ich habe auch schon diese Navis getestet und von der Einfachheit die sind toll. Ist es ein Punkt. Idiotensicher. Idiotensicher, sagen wir mal so. Aber welches Gerät bietet denn mehr Funktionen? Los geht's. Da ist in modernen Navigationsgeräten auch einiges drin. Du hast Radarwarner integriert. Pippt automatisch in das Zeichen ab, hoppla, langsamer fahren zum Beispiel. Du hast Live-Traffic, Verkehrslageinformationen in Echtzeit, die dich auch automatisch um einen Stau herum lenken. Du hast die Google-Local-Suche mit drin. Du kannst eintippen, rund um meinen Standort, alle Supermärkte oder Eisdielen oder Apotheken anzeigen. Ist alles mit drin. Du hast sogar Wettervorhersage. Also viel mehr hast du beim Smartphone ja auch nicht. Und natürlich ganz nebenher die normal klassische Routenführung mit Sprachansage, mit klaren Richtungspfeilen und du kannst auch mit Sprache steuern. Mittlerweile hört er auf mich. Ja, gutes Timing. Wir spielen uns ein. Okay. Ich merke schon die Vibration von der rechten Seite. Wie sieht es aus beim Smartphone mit Navi-Software? Na gut, das ist ja ganz klar. Da gewinnt natürlich das Smartphone, weil es gibt, wenn man zum Beispiel das iPhone denkt, über 500.000 Apps. Ein Gutteil beschäftigt sich natürlich mit dem Thema Navigation. Viele klinken sich auch in die Standard-Navigationssoftware mit ein. Das heißt, wenn man zum Beispiel navigieren will, über öffentliche Verkehrsmittel das machen will, geht das, lädt man sich eine App runter, die sogar gratis ist und kann loslegen. Außerdem ist natürlich die Verknüpfung mit der Suche super beim iPhone, wenn man zum Beispiel ein Android-Smartphone nimmt. Man spricht ein, O-Bilanzhut, kriegt das Suchergebnis, weiß, wo die Adresse ist, sagt, da will ich hin und navigiert automatisch. Wir haben es verstanden. Also da muss ich wirklich dem Smartphone einen Punkt geben. Das wirst du sicherlich verstehen, hat sie. Es ist nachvollziehbar. Also mit diesen 1000 Apps und diesen 1000 Funktionen, die man sich aufs Handy holen kann. Apps sind auch schlecht. Das ist ein anderes Thema. Okay. Da gebe ich den Punkt an Andreas Perband. 1:1 steht. Es geht weiter. Wie sieht es mit der Erweiterbarkeit aus, beziehungsweise mit der Vernetzung? 30 Sekunden. Also auch ein Navigationsgerät, obwohl es zunächst mal wie ein Standalone-Gerät aussieht, hat eine gewisse Vernetzung. Du kannst aus dem Internet aktuell das Kartenmaterial nachladen. Geht über den PC, aber es ist möglich. Du hast natürlich die Echtzeitverkehrsinformationen. Du hast sogar bei manchen Anbietern wie TomTom die Möglichkeit, Fehler, die du unterwegs entdeckst auf dem Kartenmaterial, hochzumelden an den Server und zu anderen Usern praktisch als Korrekturen zur Verfügung zu stellen. Und du hast gesagt, Wetterinformationen, wie ich ja schon gesagt habe, und auch die Google Local Suche. Also eine gewisse Vernetzung zu anderen Diensten, die über die Verkehrslage hinausgehen, ist vorhanden. Also dann könnte man ja bald auch mal mit dem Navi telefonieren, wenn das alles so toll ist. Das geht nicht. Aber das können wir vielleicht auch gar nicht umstellen. Der ist ja ein Smartphone, sage ich da. Ja, ein Smartphone, ja. Was irgendwas muss es ja besser können. Fragen wir den Chefredaktor. Also das ist natürlich, der Punkt muss eigentlich an das Smartphone gehen, weil die Vernetzung ist ja gerade die Paradedisziplin von so einem Gerät. Man hat ja die Möglichkeit,
über Facebook und sagen wir auch soziale Dienste zu kommunizieren. Das heißt, wenn du joggen gehst, machst eine App auf, zeichne deine Laufroute auf, kannst es danach gleich bei Facebook posten, kannst ein Bild dazu machen. Das alles kann natürlich so ein Navigationsgerät nicht. Es hat Bluetooth, USB, im Prinzip alle Schnittstellen, die man braucht. Also ob ich ein Foto von mir verschwitzt, wie ich mit Zopf ungeschminkt durch den Wald laufe, gleich ins Facebook stellen will, weiß ich nicht. Aber du hast mich überzeugt, der Punkt geht ans Smartphone, ganz klar. Muss ich auch zugeben. Das kann das Navi nicht. Ja, okay. Das kann das Navi nicht. Muss ich akzeptieren. Aber wir kommen jetzt zu einem ganz spannenden Punkt, nämlich dem Preis. Was ist denn günstiger? Navigationsgeräte gibt es für etwa 100 Euro. Aber wir reden ja von besseren Geräten. Das sind wir etwa in der 300-Euro-Klasse. Dafür kriegst du aber noch kein Top-Smartphone. Auch schon ein Top-Navi mit Echtzeit-Verkehrsinformationen, mit Anschluss an Google, mit Wetterinformationen, mit Radarwarnern und 2 Jahren Updates für die Verkehrsinformationen. Zum Beispiel mit diesem TomTom-Gerät hier. Mhm. Und da hast du, wenn überhaupt, höchstens bei 500 bis 600 Euro für ein Top-Smartphone, wie von Samsung oder HTC. Da fehlen aber immer noch einzelne Features, die man nachrüsten muss, wie zum Beispiel Radarwarner oder so. Also das Smartphone kann sogar noch billiger sein als deine 300 Euro, weil wenn ich einen neuen Vertrag abschließe, ist ja meist das Smartphone fast kostenlos mit dabei. Oder ich habe einen kleinen Aufschlag von 1 Euro oder 50 Euro. Und selbst wenn ich ein Smartphone neu kaufe, da geht es zwischen 200 und 500 Euro los. Man muss ja nicht immer das beste Smartphone sich leisten. Es genügt meist auch ein Smartphone um die 300 Euro, da ist man genau in der gleichen preislichen Klasse. Ja, Moment, Veto. Da ist ja die Navigation noch gar nicht dabei. Da fehlt nur die eigentliche Software, darum geht es bei der ganzen Sache. Denn wenn du Google Maps Navigation nutzt, dann fehlen zum Beispiel die Verkehrsinformationen fürs flache Land. Die sind nämlich nur in Ballungsräumen wirklich gut. Es fehlt auch der Radarwarner zum Beispiel. Und wenn du es im Ausland benutzt, fallen Roamingkosten an, und zwar nicht zu knapp. Während beim TomTom ist alles drauf. Da kannst du im Ausland für Italien düsen und keinerlei Kosten entstehen. Da zücke ich auch noch mein Veto-Schildchen hier. Ja, mach so richtig. Ja. Wenn man mal auch den Total Cost of Ownership zum Beispiel sieht von einem Navigationsgerät, das ist Total Cost of Ownership wäre was? Ja, das, was man für die gesamte Laufzeit eben bezahlen muss. Okay. Weil das ist eigentlich so ähnlich wie bei Druckertinte. Mhm. Das Grundgerät ist noch relativ günstig, aber die Kartenupdates schlagen teilweise mit dem gleichen Preis zu Buche, wie das neu gekostet hat. Hier kriegst du 2 Jahre lang im Preis enthalten Verkehrsinformationen, Updates. Alles mit drin, ja, 2 Jahre bei, lang. Bei Android ist es eine Frage der Zeit, bis wirklich auch dort überall. Aber jetzt also ich lasse jetzt einfach mal die weibliche Intuition schalten und walten. Ich habe jetzt keine Zeit, hier irgendwelche Verträge und Preise zu prüfen. Ja, dafür sitzt du sicher. Aber meine weibliche Intuition sagt, der Punkt geht raus fürs Navi. Es steht unentschieden, 2-2. Ja. Letzte Frage, jetzt geht es um die Brust. Was ist robuster und sicherer, das Navi oder das Smartphone? Letzte Frage. Das Navi ist für die hohen thermischen Belastungen hinter der Windschutzscheibe ausgelegt. Mhm. Du brauchst bloß mal ein Smartphone hinter die Windschutzscheibe hängen und dann bei Sonneneinstrahlung fahren. Es wird kochend heiß. Und ich habe auch schon den Fall gehabt, dass ein Gerät ausgefallen ist. Nur kurzzeitig hat sich wieder erholt, aber immerhin. Mhm. Das Navi ist genau dafür ausgelegt, so ein Navigationsgerät. Damit bin ich vor kurzem, vor 2 Wochen, erst durch Italien gedüst, ohne Ende. Ständig die Sonneneinstrahlung, keinerlei Probleme. Es ist runterfallen, hat meist eine Tasche dabei, damit du es gleich sicher tragen kannst. Es ist robust in jeder Hinsicht, thermisch wie auch gegen Schläge. Okay, du bist also in Italien unterwegs. Da bist du bewährt, denn so, Andreas, mit deinem Smartphone, ja? Aber offensichtlich hat der Kollege keine Klimaanlage im Auto. Also, in den neueren Autos wird es ja gar nicht mehr so heiß. Die meisten werden tatsächlich mit Klimaanlage ausgeliefert. Also insofern ist es so ein bisschen an den Haaren herbeigezogenes Thema. Die Sonne brennt dich auf das Gerät. Ich darf auch jemanden des Studios verweisen. Genau. Außerdem gibt es, Smartphones sind ebenfalls auf einen harten Einsatz ausgelegt, weil man hat sie ja dauernd am Körper normalerweise. Und es gibt Schutzhüllen natürlich, also auch wenn es mal runterfällt, ist es eigentlich kein Problem, wenn man die richtige Schutzhülle hat. Und es gibt auch anständige Halterungen fürs Auto und sogar fürs Fahrrad. Okay, also da muss ich jetzt mal ganz schnell sagen, also wir haben ja nicht über das Zubehör für die jeweiligen Geräte gesprochen, sondern wir haben ja über das Gerät an sich gesprochen. Und da muss ich dem Navi den Punkt geben. Ganz einfach, 3-2, damit hat das klassische Navigationsgerät gewonnen. Wie freut man sich da als Sieger des Tages? Ich freue mich schon, aber ich möchte noch anmerken, es könnte sein, dass in einem Jahr anders aussieht. Okay, ich bedanke mich bei den Herren. Vielen Dank, Andreas Fehrmann. Dann machen wir das Duell noch mal. Bis zum nächsten Mal. Es wird eine Never-Ending-Story. Macht es gut. Tschüss.